Und bitte um anzufangen, die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Und jetzt in sich hineinschauen und schauen, ob irgendwelche Kummer oder Schmerz, unerfüllte Wünsche zu finden sind, welch immer Art sie seien, die uns bedrücken. Und diesen Kummer, dieser Bedrückung, diesen Schmerz, durch die Herzenswärme sich auflösen lassen. Und wir sehen, wie Kummer und Schmerz verschmilzt. Und die Herzenswärme überhand nimmt. Und alles in uns anfüllt und umhüllt. Und jetzt richten wir unsere Achtsamkeit auf denjenigen, der uns am nächsten sitzt. Lassen unsere Herzenswärme zu ihm einfließen, um jeglichen Kummer, jeden Schmerz in seinem Herzen aufzulösen, dass sie vollkommen wegschmelzen können und nur noch die Herzenswärme zu spüren ist. Und jetzt denken wir an unsere Eltern, ob sie noch im Leben sind oder nicht. Und lassen unsere Herzenswärme zu ihnen ausströmen, sodass jeglicher Kummer, jeder Schmerz, den sie in sich tragen, zerschmilzt, unter dieser Herzenswärme sich auflöst und sie nur noch die Herzenswärme verspüren, damit angefüllt sind, davon umhüllt sind und das Wohlbefinden erleben. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen. Und jeglicher Kummer, jeglicher Schmerz,
der in ihnen zu finden ist, wird durch unsere Herzenswärme aufgelöst, verschmilzt in der Wärme, die wir ihnen schenken, und wir sehen, wie ihre Gesichter glücklicher und zufriedener werden. Und wir schauen uns unsere Freunde an und sehen in deren Herzen Bedrückung, Kummer, Schmerz, Ablehnung. Und unsere Herzenswärme kann das alles verändern. Wir lassen sie zu jedem von ihnen ausstrahlen. Und sehen auch, wie jeglicher Kummer aus ihrem Herzen fließt und sich die Herzenswärme dort verbreiten kann. Und wir denken an die Menschen, die uns im Alltag begegnen, wenn uns da in den Sinn kommt. Und wir lassen die Wärme unseres Herzens zu ihren Herzen ausstrahlen und lösen damit jeglichen Kummer, jeglichen Schmerz, den sie in sich tragen. Sehen wir ihre Gesichter sich erhellen, glücklicher aussehen, weil ihr Herz sich befreiter vorkommt. Und wir denken an den schwierigen Menschen in unserem Leben und sehen ganz deutlich, dass auch er Kummer und Schmerz im Herzen trägt. Wir lassen die Wärme unseres Herzens zu ihm ausstrahlen, ihn damit anfüllen und umhüllen und sehen, wie der Kummer und der Schmerz sich auflösen. Und er ist beglückt und wir freuen uns mit ihm.
Und wir denken an den vielen Kummer und Schmerz, der in der Welt existiert. Menschen, die im Gefängnis sind, im Krankenhaus, Flüchtlingslager, in Kriegszonen, die hungrig sind, verkrüppelt, blind, ohne Freunde, ohne Heim, auf der Flucht. Unendlich viel Kummer und Schmerz, körperlich und emotionell. Wir lassen die Herzenswärme aus dem Innersten unseres Herzens hinausstrahlen zu all den Menschen, die wir uns vorstellen können, wo Kummer und Schmerz vorhanden ist, so dass diese Wärme den Schmerz lösen oder vermindern kann, sich etwas erleichtert fühlen. Je stärker die Kraft unseres Herzens ist, desto leichter werden wir es haben, diese Wärme auszustrahlen. Und wir lenken die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und wir können spüren, dass das Verschenken unserer Herzenswärme unseren eigenen Kummer und Schmerz aufgelöst hat und nur noch die Herzenswärme übrig bleibt. Ein Gefühl der Reinheit. Ein Gefühl der liebevollen Zuwendung. Ein Gefühl der Geborgenheit. Wir lassen uns da reinfallen. Mögen alle Menschen Kummer und Schmerz durch Herzenswärme ersetzen.